die Maschine, um ein anderer zu sein. Und das ist, es ist Adrien, Informenser und Philipp. Vom Translation Team. Wir freuen uns auf die zwei Herren hier. Es ist schön, hier zu sein. Danke. Wir werden über unser Projekt reden und die wissenschaftlichen Aspekte sowie die Wege, die wir genommen haben über die letzten 3 Jahre. Und ja, eigentlich die eine Frage, die wir haben, ist, wie wäre die Welt, wie man wirklich die Augen von einem anderen sehen könnten. Die Leute, die in einem Konflikt sind, in der Lage wären, die Erfahrung zu bringen, wie das ist, der Gegner zu sein und wie es unsere Möglichkeiten erweitern könnte, miteinander uns zu treffen. Also die Beziehung zwischen Identität und Empathie. Und wie das und wie diese Identität hilft oder nicht hilft oder hindert Empathie. Das hier ist, was wir in Neurowissenschaft in den letzten 10 Jahren über Kognition und Empathie denken. Empathie. Es gibt eine starke Korrelation zwischen, also in der neuralen Repräsentation. Wenn man einen Brainscan macht, einen Scan von einem Gehirn, von einer Person, die gerade verletzt wird, oder jemand, der jemandem anderen guckt, das verletzt wird, und diese zwei Personen, wenn sie sehr eng zusammen waren, so Freund oder Familien, die Reaktion waren anders. Also dass diese Beziehung hat hat den Effekt geändert auf die Beziehung. Wir haben diese Neuronen, die werden aktiviert, wenn man an eine Aktion denkt und wenn man an diese Aktion denkt. Ist ein Beispiel zum Beispiel, das ist eine Illusion, das man machen kann, ist Plastikhand-Illusion. Man hat, wenn man eine Plastikhand zuguckt, wie es berührt wird, und wenn das Hand versteckt wird, man hat das Gefühl, dass man spürt das und man hat das Gefühl, dass die Plastikhand die eigene Hand ist. Und der Karolinska Institut in Stockholm, Schweden, man hat den visuellen Feedback ersetzt durch eine virtuelle Realitätskopfbedeckung, Augen. Und man hat dann das Gefühl, eine Plastikkörper, also das Gefühl, das ändert die Wahrnehmung der Welt in der Umgebung. Es ist interessant, dass damit ein Effekt und ein Schatten die ganze Zeit und dass dann der Besitz seiner eigenen seines eigenen Körpers offen passiert. In Barcelona haben sie noch eine interessante Sache gemacht und sie haben einen Effekt des Einkörperungseffekts, sorry, ich erfinde Wörter. Wenn man die in einem schwarzen Haut steckt, dann das macht den Rassismus weniger. Rassismus Bias. Das ist die Idee hinter diesen. Und wir wollen das nehmen und es und wir wollen die ethische Nutzungen davon. Und das ist eine frühe Bild, wie wir gestartet haben. Sehr, sehr billiges Kram, das wir benutzt haben. Also virtuelle Realitätsgläser aus den 90ern und wir haben versucht zu experimentieren. Und wir wollten sehen, was passiert. Der erste System, das wir versucht haben, es gab weitere Iterationen danach. Es war inspiriert von, was wir gesehen haben, aber wir haben versucht, den virtuellen Umgebung durch einen menschlichen Element
wir generieren keinen virtuellen Umgebung mit Rechnung, sondern wir nutzen einfach den Standpunkt von einem anderen Mensch, um dieses Körper zu transportieren, sozusagen. Hier nutzen wir einen Oculus Rift. Vorher hatten wir andere Kopf gemacht mit Servos und der Performer hat die Bilder von der Nutzer und hat die Bewegung der Nutzer nachgemacht und zum Beispiel um den Touch-Feedback besser zu haben. Und wie wir das gemacht haben in diesem Konzept, zuerst wir haben das in Barcelona gemacht mit einem Hackcenter und es gibt weitere Bewegungen in Spanien und die Idee war, eine Methodologie zu finden, die uns erlauben würde, ohne wir haben mit den Leuten gesprochen, diesen Effekt wollen wir haben, wie würdet ihr Hackers nutzen, um diesen Effekt zu erreichen? Und wir haben verschiedene Gruppen und Hackers und Tanzern und wir haben versucht, diese verschiedenen Leute zusammengebracht. Das ist ein von den ersten, das man sieht. Es sind zwei identischen Räumen, Räumlichkeiten mit identischen Objekten und der Nutzer sollte ein Objekt nehmen, das er sieht, und der Objekt war da. Und das waren trotzdem zwei separaten Ecken. Und das ist mit einer Geschichte gebunden. Und wir haben die Geschichte assoziiert, diese Objekte mit der Person, in dessen Körper man ist. Und das ist wirklich die allererste Iteration. Ein weiteres Experiment, das wir gemacht haben, ist, das sind Sarin und ihre Mutter, beide diesen Künstler, und die sind zu uns gekommen und sie wollten über die Schwierigkeiten in ihren Beziehungen reden und sie wollten eine Performance drum bauen, und Sarah hat eine superbe Geschichte gemacht, sehr poetisch und sehr interessante Metapher über so ein junges Kind. Die Geschichte war die Mädel mit den roten Tränen, und das war eine Geschichte über, und sie hat über Schwierigkeiten mit einer Beziehung mit anderen Leuten in der Schule, und und die Mutter hat die ganzen Sachen kopiert, die Bewegungen, und zwischen Welt und Geschichte und Gefühle der Tochter, um hoffentlich eine bessere Verständnis für ihre Tochter verstehen. Und hoffentlich haben beide einen Self-Empowerment, Selbstmacht, und das hat eine tiefe Verbindung durch diese Geschichte. Wir experimentieren, das ist interessant. Aber wenn wir Sachen mit anderen Menschen machen, dann ist es sehr, sehr, sehr stark. Und sie sind zurückgekommen und meinten, hey, das war super, und die Sache ist besser in der Schule geworden und das ist ziemlich cool. Und wir versuchen weiterhin zu arbeiten. Und hey, das ist cool, und lass mal gucken, was wir tun. Und es gibt andere Leute, mit denen wir gearbeitet haben. Das ist Isefa, das ist ein illegaler Immigrant in Spanien. Und der war in der Straße, und der hat gelernt zu lesen, zu schreiben, und irgendwann mal ist er ein Tanzer geworden. Und es gab irgendwas mit den Communitäten, die er gelebt habe. So, er ist so schnell. Er hat verschiedene Objekte, mit denen er arbeiten konnte, und wir haben das als Performance gemacht. Und das war überraschend. Die Technologie hat uns gegeben, dass man braucht diese Technologie nicht, aber es gibt einen Kontext in diesen komischen Raum, wo man nicht selber ist und nicht ein anderer Mensch ist. Und man geht dann für einen Dialog direkt hinterher. Und diese Nutzung der Technologie und der Videospiele und das bringt der Fokus zum Mensch. Wenn man das wegnimmt, man sieht die Person, mit der man gerade gearbeitet hat, und vorher war diese Interaktion, und man hat sich selber erfahren von der Perspektive der anderen, und das ist ein ziemlich cooles Experiment. Und wir haben diesen Typ genommen, wir kannten den nicht, und der wollte was machen. Und diese Erfahrungen bestätigen immer, dass wir
irgendwas da haben. Wir haben auch mit Integration und Tanzen mit Leuten, die in Rollstuhl waren und Tänzern, und durch diesen Tausch einen Vorschlag, der gekommen ist von den Pfarrern, sie wollten sich sehen beim Tanzen im Stehen. Und also wir uns wäre es nicht dazu gekommen, wir hätten nicht gedacht, das vorzuschlagen, aber dann haben wir eine choreografische Sprache, wo er in der Nutzung seiner Hände, er kann eine Improvisation erstellen mit den Tänzer, um diesen Effekt der kodifiziert die Bewegung der anderen, der Rest der Körper, und dann sieht er sich durch die Kamera tanzen. Und es gibt weitere Dokumentationen über den Projekt, und eine sehr interessante Sache über den Projekt ist, wir machen das nicht in Wissenschaft, also das wäre sehr schwierig, eine ethische Okay zu bekommen, weil traumatische Experimenten und Depression, und das wäre sehr difficil, sehr schwierig, diesen ethischen Komitee, aber wenn man das in künstlichen Kontext machen, wir haben deutlich mehr Freiheit, und man auch diesen es gibt nicht mehr diesen Beziehung zwischen Research, also Leute, die Untersuchungen machen, und Untersuchte, und wir haben noch eine weitere Video gemacht, die hat uns ziemlich viel Aufmerksamkeit, nicht unbedingt, dass wir wollten. Wir haben die Video gepostet, und die wurde viral, und es war fast fertig, weil wir alle gearbeitet zusammen in Barcelona. Wir waren zu viert, und wir gingen in verschiedene Länder, um ein Leben zu machen, aber in der Zwischenzeit andere Leute haben diese Video gesehen und sind zu uns gekommen, und das hat eine Einführung gegeben zu den ganzen Arbeit, die wir vorher gemacht haben. Und was er sagte, das war ein großer Success. Und also ziemlich viele Sachen passieren während den Open Atlas, und hey, wir wollten das gucken, und gib uns das Ding, und gib uns das Equipment, und wir probieren es mal. Ja, okay, machen wir. Und es war genial, hat er gesagt, und so, wie können wir? Und wie können wir das weitertreiben? Und statt einen Nutzer und einen Performer zu haben, wir hatten zwei User, die einfach die Perspektive gewechselt haben. Und die Leute müssen dann synchronisiert bleiben, und die ganzen Aktionen, die vorgenommen werden, nicht verbal, macht diesen interessanten Tanz, wo ich habe Busen, ich gehe so auf den Brust. Und wenn ich das mache, dann, ja, ich will kein Arschloch sein. Und deswegen, das ändert die Beziehung zwischen den beiden. Und das ist sehr interessant. Also sehr viel Aufmerksamkeit dadurch bekommen, und völlig unerwartet. Und dann müssten wir Installationen damit bauen, und das war das Problem. Und dann haben wir Sachen gemacht. Also wir waren zum Medical Hacking Day, und es gibt sehr viele Leute von verschiedenen Feldern, Wissenschaft, Performance-Leute, also Künstler. Diese ganzen Sachen sind gekommen. Dieses Konzept ist, es hat Applikationen, man kann es nutzen. Und es ist Open Source, und hey, lass uns mal das probieren und rumgucken, was da alles passiert. Das ist ein Experiment. Das war ein Prä-Experiment, wo wir gedacht haben, ob der System so benutzt werden konnte, mit einer Replikation von unserem System, von den virtuellen Umgebungstherapie für Verbrennungsviktimen. Das wird tatsächlich auch in Krankenhäusern verwendet, teilweise, für sehr viel Verbrennten. Und wenn man die Leute reingibt, wenn man in ein Videospiel gibt, wo sie Schneebällchen an Pinguine geben, das lenkt die ab, ganz einfach. Und wir messen den Schmerzwiderstand, also mit
also mit einer Kontrolltemperatur, mit einem Hand in Eis, mit oder ohne System, mit Atmenübungen. Und wenn man ein anderer Mensch ist, sozusagen, es war eine halb kontrollierte Umgebung, um zu zeigen, dass es tatsächlich ein guter Effekt war. Und es war, wir hatten Kollaboration von Wissenschaftlern von zwei verschiedenen Institutionen. Und das ist in Eindhoven, das ist eine Ausstellung, die wir gemacht haben. Und das ist ein Kontext, der uns die Opportunität gebeten hat, um User-Testing zu machen. Also man schneidet nicht die Bevölkerung, wie man es machen würde für eine wissenschaftliche Untersuchung. Und wir waren eingeladen in den ganzen Plätzen und wir hatten die Chance zu sein, dort zu sein und das Ding zu machen und in der gleichen Zeit. Also das ist ein Workshop, das in einer Konferenz in Berlin im September, und wir haben die Leute gezeigt, wie man das nutzt. Und also das sind weitere Bilder, Sao Paulo, das ist Spanien wieder, mit Tänzern diesmal, also verschiedene Iterationen, das wir durchgemacht und dokumentiert. Und das ist sehr interessant. Nachdem dieses Video viral geworden ist, das sind die UN, das ist ein kleines, es gibt ein Departement, der gibt Geld für Experimente. Und die haben diese gleiche Idee gehabt mit diesen virtuellen Realitäten, Neuroscience, um diesen Konflikt zu machen. Aber sie konnten das nicht unbedingt selber machen. Deswegen, wenn sie das gesehen haben, haben sie gesagt, hey, komm her. Und ja. Und seitdem, das ist ein Projekt, das wir, in dem wir teilgenommen haben. Und das war in Somalia, und das war einen, also verschiedene Journalisten, die Geschichte erklärt haben, Geschichtenerklärer, Poeten, und das ist schwierige Situation. Uns erklärt, ey, ich bin der Weiße und das ist Technologie und das löst ein Problem. Nee, das geht so nicht. Wir haben dieses Ding, wie würdest du das nutzen? Wir haben daran gearbeitet, wie können wir einen Kontext zusammenbauen? Also man muss versuchen, diesen Dialog zu haben. So, jetzt ist es so, wir waren beim MIT für ein Jahr, wir wurden eingeladen in Israel, und lass mal gucken, ob wir das irgendwie zusammen verbinden können, und wir können auch mal probieren, nach Palästinien zu gehen. Und die Ideen, ist Workshops zu machen parallel, also mit Artists, mit Künstlern, mit Hackers und diesen ganzen Leute irgendwie zusammenbringen und mit einem gemeinsamen Ziel und mal sehen, was daraus kommt. Und hey, maybe ist gut, vielleicht ist es nicht, aber diesen Netzwerk von Leuten, die zusammenarbeiten und versuchen, die Werkzeuge zu finden, um zu kommunizieren, ist, was für uns wichtig ist. Und das ist, was uns interessiert in der ganzen Sache. Also ja, wir haben ein, wie wir es vorhin gesagt haben, das ist eine Open-Source-Plattform. Das ist 3D-gedruckte Hardware, das von der Fabfab Barcelona. Wir arbeiten immer mit billiger Technologie, also kleiner Budget. Diese Jacke, das ihr seht, das sind nur 3D-Stücke. Das ist ein PlayStation-Kamera, da ist ein Arduino in den Rücken. Das teuerste ist den Computer drin, glaube ich, und der Oculus natürlich. Und wir laden alle Coders in den Raum, unserem GitHub zu gucken, und wenn ihr Idee habt, ihr könnt mitmachen. Und wenn es gibt Sachen mit dem, wo, also technische Sachen, wo wir helfen, gebrauchen können. Und ja, das ist, es gibt auch diesen Denken über den Kontext, wo wir gearbeitet haben. Und es gibt vielleicht andere Kontexte, die auch auf andere Projekte arbeiten, und vielleicht, wie wichtig ist das, wenn man zum Beispiel versucht, die Leute was beizubringen, vielleicht kann man das auch so nutzen. Vielleicht gibt es Sachen, die wir gemacht haben über die letzten Jahre, die auch dort funktionieren könnten, mit einer Formalisierung der Methodologie für die Kollaboration. Ich glaube, das war es eigentlich so. Vielen Dank.
So, ja, die haben sehr schnell geredet, falls, ja, also. So, vielen Dank, Christian und Arthur. Die gute Nachricht ist, wir haben die 10 Minuten für Fragen und Stellen. Also bitte geht an die Mikrofone. We start with a question from the Internet. Hi. The question from the Internet is more related to how you can use this technology also in other fields like. Die Frage aus dem Internet ist, wie man diese Technologie auch in anderen Feldern benutzen könnte, wie zum Beispiel bei Leuten, die Probleme mit der Wahrnehmung ihres eigenen Körpers haben. Ein Teil der Sachen, mit denen wir gesprochen haben, die Sachen, wir gehen genau in diese Hacking-Medizin-Sache in Madrid, ob wir das nutzen können, diese virtuelle Realität, um prüfen, ob das Selbstbild irgendwie zu sehen und Bilder zu zeigen, oh, das ist größer als, man sagt Bilder und ich bin größer, ich bin kleiner und man könnte das auch mit jemandem anderen machen und diesen starke über die Maschine ist, wir nutzen die echte Welt und das ist eigentlich so weit, denke ich, also es ist eigentlich, also es ist überzeugender, als einen Video zu nutzen, als irgendwie eine Approximation von einem virtuellen Umgebung. Es ist einfach sich vorzustellen, dass es schneller ist, aber die Flexibilität von dieser sehr einfachen Technologie und die echte Leben ist auch erlaubt, so viele Sachen zu testen und zwar schnell. Und es ist größer, als wir jemals gedacht haben. Und diesen Projekt ist und wir wollen dies. Und die Leute sind gekommen und wir versuchen es halt. Also, wir sprechen nichts. Und die Leute wollen nur einfach kommen und gucken, was sie da machen können. Und es war schon ein Dialog, solche Dialoge gab es schon. Und das ist ziemlich cool, diese originale Struktur. Kennen Sie irgendwelche medizinischen Literatur? Also es gibt, ob ich diesen Sachen kenne. Er könnte, aber ich kenne ihn nicht. Ja, wir können darüber später reden. Ich habe gelesen, dass es zwei verschiedene Arten gibt, von wie Menschen Informationen verarbeiten, wo sie zum Beispiel im Raum sind. Und dass einige Menschen mehr empfänglich sind für Motion Sickness von Virtual Reality. Und ich frage mich, ob ihr sowas viel darin gesehen habt und ob viele Frauen an eurem Projekt teilgenommen haben oder ob das üblicherweise die weißen Männer in der Technologie waren. Also ja, wir haben das gesehen. Also wir haben eine Analyse von die Leute, mit denen wir arbeiten. Und natürlich, es gibt Unterschiede und über Altern und Geschlecht und so weiter. Und ja, natürlich gibt es Unterschiede. Also, aber Bewegungskrankheit, wir haben da keine großen Effekte gesehen. Aber das ist, ich wusste nicht mal, dass das passiert. Also, denken Sie, dass es bezogen, weil ihr koordiniert mit einem anderen Mensch, so der Timing irgendwie besser funktioniert oder ihr wisst nicht, weil es ist auch okay. Also, das ist eine sehr technische Sache, warum das diesen Krankheit kommt, aber wir ändern teilweise die Kamera, Bewegung ein bisschen oben, so damit man sieht nicht den kompletten Sichtfeld mit den Bildern. Okay, danke für die nächste Frage. Das wäre jetzt eine Frage über den Aufbau, den wir in den Folien gesehen haben. Es sah so aus, als ob dann nur eine Kamera wäre. Und wie habt ihr diesen stereokopischen Sicht gesehen? Also ja, wir haben geguckt nach Stereokameras und wir verdoppeln den Signal. Das Problem mit den stereoskopischen Kameras ist, dass wir müssen pro User das kalibrieren und das ist schwierig.
Und um die Leute schnell rein und raus zu kriegen, das ist, ist komplexer. Und wenn man einen mechanischen Weg, das zu aktualisieren, das wäre auch okay, aber wir haben das nicht. Und zum Beispiel diese Variante, wir hatten Stereo-Kameras und wir haben versucht, sie selber zu bauen. Das hat nicht funktioniert. Diese gibt es nicht mehr. Also das macht die Immersion stärker, ja, natürlich. Insbesondere, wenn man in der Nähe ist und wenn man die Hände auf den Körper machen kann. Ja, es, also nach ein paar Meter ist es nicht mehr so wichtig. Aber ja, das ist sehr wichtig. Yes, there is. So, how well do you think is the immersion controllable by the user? Wie gut ist die Emotion kontrollierbar bei dem Benutzer? Und könnte man das für Folter verwenden oder ähnliches? Das ist einer der Hauptgründe, in dem wir interessiert sind, dass wir diesen Projekt in verschiedene Kontexte haben. Also wir versuchen die Ethik zu haben und wir gehen Kontexte, wo die Ethik ist und wir gehen dort und wir versuchen sehen, wie wir das so weit machen, weil ja, man könnte es für Folter nutzen, aber wir glauben nicht, dass es so wirklich diese starke diese Immersion, also was wir hier uns konzentrieren, worauf wir uns konzentrieren, ist der Kontext, der uns wirklich zurückbringt, mit einem anderen Mensch zusammen sein. Und wenn man das Gerät wegnimmt und in dem Moment, wo man, es ist sehr schön, was passiert, wenn man einfach das Gerät wegnimmt und sieht der Gegenüber. How do you measure increased empathy and what kind of methodological issues? Wie messt ihr erhöhte Empathie und was ist die methodologische Idee dahinter? Wir haben noch nicht gestartet. Wir können es nicht messen derzeit. Wir versuchen Kollaborationen aufzubauen mit Virtual Reality und wir wollen diese virtuelle Realität und jetzt die Umgebung, in der wir arbeiten. Es gibt Methodologien, die wir nutzen können und manche, die wir nicht nutzen können. Und es wäre nützlich, das zurückzubringen in einem klinischen Umgebung eher. Und dann könnte man rigoröser arbeiten, als was wir im Feld machen. Zwei kurze Fragen. Wie lang war das längste Experiment mit zwei Personen in Sync? Und wird in den nächsten Tagen ein Workshop sein? Wir haben keinen Workshop hier. Also, oh, yeah, es gibt eins. Twittert uns und wir können es machen. Und also, wir haben da alles, also wir können starten, ist kein Problem. Und die zweite Frage war, wie lang das war? Wie lang war das, das also ich glaube, das längste war für die Untersuchung 2 Stunden, denke ich. Aber das war mit einer anderen Person. Nee, das waren viel verschiedene Leute und er hat die Brille nicht weggemacht. Das war schon ziemlich cool. Vielleicht könnt ihr zum letzten Slide gehen. Und das ist der Twitter und jetzt die letzte Frage. Meine Frage ist über, dass ihr gesagt habt, dass es eher ein Kunstprojekt ist, aber ihr habt schon irgendeine Universität erwähnt. Seid ihr Teil eines wissenschaftlichen Forschung oder gibt es da irgendwelche Papers? Manche Leute wollten das replizieren. Also sie wollten wie unsere Untersuchung, aber das wird noch gerade gemacht. Also es gibt Recherche, die aber die nutzen nicht genau unserem Aufbau. Es gibt bei MIT Leute, die sowas machen. Wir können nicht drüber reden, weil es nicht offiziell ist. Es gibt Leute, die versuchen, Geld zu finden für sowas. Und wir haben jetzt eine gemeinsame Plattform, weil es Open Source ist. Und manche Leute bringen das weiter und es
das kommt zurück in der Community, in der Kommunität. Das ist schön. Und das ist auch das mit den Universities. Okay, vielen Dank. Und ja, vielen Dank für diese super Talk. So, und das war für uns und für diesen Talk über die virtuelle Realität.